Guten Tag miteinander. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich bin ja schon bestens vorgestellt worden vom Hans Egloff. Ich habe da gar nichts zu ergänzen. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen sind. Und es sind natürlich auch sehr spannende zwei Vorlagen, muss ich sagen, die natürlich auch ein bisschen emotional sind und wo es wirklich auch ein bisschen um die Zukunft geht. Das eine, das ich euch vorstellen möchte, um natürlich auch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung zu stehen, ist die Initiative für die 13-AHV-Rente, die ja im März jetzt zur Abstimmung kommt. Und das andere ist wegen der Erhöhung des Rentenalters die Initiative der Jungfreisinnigen, die auch am 3. März zur Abstimmung kommt. Zuerst mal zu der ersten Vorlage. Wir haben ja drei Säulen, das Drei-Säulen-System in der Schweiz, wo sich auch bewährt hat. Und zwar die erste Säule die AHV, die zweite Säule BVG, die berufliche Vorsorge, und die dritte ist dann eigentlich noch die freie Vorsorge. Ich habe auch beruflich mit diesen Themen zu tun, jetzt, weil ich bei Swiss Life auch noch arbeite. Und ich denke, das Ziel ist ja eigentlich, dass die erste und die zweite Säule etwa 60% vom verdienten Lohn sichern. Und wie wir eben gehört haben, ist es ja, im Moment sind die Finanzen nicht gerade in der allerbesten Ausgangslage, was die Vorsorge anbelangt. Und vor allem auch, weil man einfach dass die Jungen eigentlich vermehrt, es hat weniger Junge, die sagen wir, die älteren Bezüge finanzieren. Das Verhältnis ist anders als früher. Was ja auch erfreulich ist, weil die Leute eigentlich länger fit sind. Was geht es bei der 13. AHV? Es geht eigentlich darum, dass das ist eine Initiative der Gewerkschaften und die verlangt die Erhöhung der AHV-Rente um 8,3% für alle Rentner. Und zwar geht es wirklich darum, dass man eine 13. Monatsrente bekommen sollte. Und das soll in der Bundesverfassung so angepasst werden. Und die Ergänzungsleistungen, das ist noch wichtig, die sollen natürlich beibehalten werden, sollen nicht gekürzt werden. Und was spricht eigentlich dafür? Da gibt es natürlich schon auch klare Argumente dafür. Ich denke, auf den ersten Blick ist das sicher für jeden attraktiv, wenn man sagt, ja, man kommt eine 13. AHV-Rente über. Und die Gegner sagen auch, ja, wir haben da soziale Sicherheit und die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Die Frauen sind da manchmal auch noch ein bisschen schlechter gestellt bei der Vorsorge. Und dass die eben jeden überkommt. Und dass man mit der 13. Monatsrente auch sollte können den Zerfall der Pensionskasse ausgleichen. Oder natürlich auch, dass man einfach wirklich mehr Geld im Portemonnaie hat, weil man eine höhere AHV-Rente im Alter hat. Also um maximal 2.450 Franken kann sich das erhöhen. Das sind dann etwa 31.850 Schweizer Franken pro Jahr, jetzt beim Maximum. Was spricht denn dagegen? Das eine ist natürlich die Finanzierung, das ist das Hauptthema, oder? Die Finanzierung ist eigentlich gar nicht geklärt in dieser Initiative. Es steht gar nicht, woher das Geld wirklich kommt. Und man kann von Kosten rechnen von 5 Milliarden. Am Anfang hat man noch von 4,1 Milliarden geredet, jetzt ist man schon bei 5 Milliarden. Und allein der Bund müsste eigentlich über 800 Millionen zahlen. Und das Problem ist einfach da, auch ohne eine 13. Rente ist eigentlich nur bis 2030 einigermaßen unsere AHV gesichert. Weil wir jetzt auch noch das Rentenalter zum Beispiel von der Frau aufsetzt auf 65 und wegen anderen Massnahmen. Aber eben, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden, wenn man jetzt schon wieder mehr ausschüttet. Und dann ist es auch so, dass die AHV eigentlich weiterhin zusätzliche Einnahmen brauchen würde. Auch eben nicht gerade das Gegenteil wie jetzt die Ausrichtung von dieser 13. Rente. Was mich auch ein bisschen stört, ist das Gießkannenprinzip, dass eigentlich jeder überkommt, egal ob er jetzt wirklich darauf angewiesen ist oder ob er ein Topverdiener ist. Von dem her gesehen finde ich es eigentlich nicht eine faire Ausrichtung, auch nicht unbedingt eine soziale, sondern es ist einfach per Gießkanne. Und was man jetzt auch immer wieder hört, das wird ja regelmässig darüber geschrieben, von der NZZ, Tagesanzeiger, dass eigentlich vor allem die Auslandschweizer auch werden profitieren, weil die wird eben, wie gesagt, so oder so ausgerichtet und eigentlich haben die ja dort viel tiefere Kosten und kommen trotzdem dann genauso die 13. AHV-Rente über. Dann ist es so, dass irgendwie muss es finanziert werden. Da gibt es eigentlich drei Varianten. Entweder durch eine deutliche Erhöhung der Mehrwertsteuer oder
Das, oder dann die Erhöhung der Lohnbeiträge. Oder über den Bund, aber dann gibt es auch wieder eine Steuererhöhung. Also so oder so wird es eigentlich auch wieder den Mittelstand treffen, weil irgendwoher muss man die Einnahmen auch generieren. Und was natürlich vor allem ist, ist, dass es die kommende Generation trifft. Also auch die arbeitstätige Bevölkerung, der Mittelstand, vor allem die Jungen, die das hauptsächlich dann finanzieren müssen. Dann ist es so, dass ich schon finde, es braucht punktuelle Reformschritte. Auch bei der AHV schon gewisse Sanierungsschritte oder sicher auch punktuell bei den Ergänzungsleistungen. Aber nicht einfach so ein Ausbau per Gießkanne, der dann eben allen gleichermassen gut kommt. Auch die, die es eigentlich gar nicht brauchen. Wie sieht es aus bei den Parteien oder generell bei der Parolenfassung? Die bürgerlichen Parteien, auch die SVP, auch die Mitte und die GLP und auch viele Wirtschaftsverbände und oft auch die Jungparteien sind gegen die AHV-Rente, gerade aus den Gründen auch von der Finanzierung. Und die linken Parteien, die SP, die Grünen und auch Gewerkschaften sind klar dafür. Natürlich gibt es auch immer Abweichungen. Also man merkt, es sind ja Diskussionen, es ist auch emotional. Bei jeder Partei gibt es wahrscheinlich eine Diskussion über das Thema. Das ist so, dass auch die Bevölkerung ein bisschen zweigeteilt ist. Und am Anfang war das Ja-Lager sehr hoch, also immer noch bei 70% gemäss Umfragen. Aber man merkt, wie es langsam auch oben geht. Also das stellt man jetzt auch fest, je mehr die Leute sich darüber informieren, desto mehr schrumpft der Ja-Anteil. Dann ist es so, dass der Bundesrat und das Parlament gegen eine 13. AHV-Rente sind, auch wegen der Finanzierung. Und wir haben jetzt gerade den Kantonalvorstand von der SVP und auch von der Delegiertenversammlung im Kanton Zürich ist die Stimmung eigentlich klar gewesen, dass man wirklich das ziemlich hoch auch abgelehnt hat, die 13. AHV. Ich würde sagen, 80 oder 90% sind eigentlich dagegen gewesen, obwohl es am Anfang auch noch Diskussionen gegeben hat. Ja, also ich glaube, vom Fazit her, die AHV, die muss saniert werden, aber nicht mit dem Gießkannenprinzip. Und es würden enorme Mehrkosten einfach entstehen, die ja auch wieder die Kaufkraft schwächen. Sagen wir jetzt gerade, wenn man die Mehrwertsteuer noch mal mehr auftut. Und auch die arbeitnehmende Bevölkerung halt schwächt, wenn man zum Beispiel die Lohnbeiträge auftut. Und schlussendlich ist es eigentlich der Mittelstand, den sie dann tragen muss. Auch wenn die Idee an für sich attraktiv ist und jeder eigentlich gerne mehr Geld hat im Alter, denke ich, es ist einfach wie das falsche Instrument dafür. Es bräuchte eher punktuelle Anpassungen. Und viele sagen dann auch, habe ich auch schon gehört, ja, für alles andere hat man ja Geld und für das nicht. Dann ist halt einfach das Thema, auch Matthäa Meier hat es ganz klar gesagt, als sie letzten Auftritt hatte in der Sendung. Sie ist gefragt worden von Martina Bircher, ja, wird dann weniger Geld zum Beispiel ausgeben bei der Flüchtlingshilfe oder wird dann weniger Geld ausgeben bei der Auslandhilfe generell oder für unsere Asylanten? Und dann jetzt gesagt, nein, natürlich nicht. Die haben das genauso nötig, wenn nicht mehr, oder? Und darum sind es wie zwei paar verschiedene Schuhe, die miteinander nichts zu tun haben. Es ist eben nicht so, wenn es natürlich miteinander verknüpft wäre, dass man dann dort dafür einsparen würde, dann glaube ich, wäre ich sofort dafür. Aber leider hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Aber natürlich müssen wir bei diesen Themen dort auch dranbleiben. Ja, und das wäre eigentlich so ein bisschen bei mir das Fazit, dass ich es am Anfang auch natürlich attraktiv gefunden habe. Aber dann mir auch sagen, ja, was ist der Preis, den man dafür zahlen muss, von diesen Mehrkosten von 5 Milliarden Franken, dass ich es eigentlich unverantwortlich finde, vor allem für die kommenden Generationen. Und sogar der SP-ehemalige Stadtpräsident Elmar Gledergerber hat nebst Baum Schneider das kritisiert und hat gesagt, ja, es sei eine populistische Vorlage und eigentlich vielen im Alter geht es gar nicht so schlecht und es ist wirklich schade, wenn es alle per Gießkanne überkommen, sondern viel besser nach den Ergänzungsleistungen. Ja, das wäre es mal zu der 13. AHV-Rente. Vielleicht habt ihr noch Anregungen und Fragen, die ich gerne auch noch dabei zur Verfügung stelle. Ja, jeder so Gießkanne, ich kenne ja das auch, oder? Das Gießkannenprinzip. Aber die AHV an sich ist ja schon Gießkannenprinzip. Das müssen wir sagen, die paar Reichen, die brauchen auch keine AHV. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, wenn ich mir überlege, ich könnte mich eigentlich scheiden lassen, dann habe ich noch viel mehr.
als mit dem 13. AHV. Also dort haben wir ja auch einen grauenhaften Systemfehler. Wann wird denn der behoben? Ja, also das ist wirklich ein Thema, oder? Ich kenne sogar zwei, drei Paar, die sich noch scheiden lassen haben, weil sie dann nachher eigentlich besser gestellt sind, aber die wohnen eigentlich nach wie vor zusammen. Und das ist ja wirklich ein Systemfehler, den man eigentlich muss angehen muss, dass die Verheirateten nicht schlechter gestellt sind, oder? Aber es gibt da jetzt schon Bestrebungen auch im Parlament, und da würde ich mich natürlich auch dafür einsetzen, dass man dort einmal ansetzen muss. Aber es sind halt auch da wieder wirklich verschiedene Themen, wo man muss punktuelle Verbesserungen machen bei der AHV, und ich glaube, das wird auch angedenkt, aber einfach das, finde ich, ist der falsche Weg jetzt, dass man einfach die 13. allen ausrichten. Ja? Als Gegenargument wird eben die Mehrwertsteuererhöhung aufgeführt. Das sehe ich auch so, das wird von allen Parteien gesagt. Aber, in meiner Meinung nach ist immer damit ein Inflationsschub erlinkt. Also, liegt es zu einer Inflation? Gibt es da historische Daten und Fakten, die aufzeigen, wie eine Mehrwertsteuererhöhung zu Inflation führt? Und das ist eben der Gift. Das wäre ein zusätzliches Argument gegen die 13. AHV. Also es ist sicher ein Argument, denke ich, oder? Weil das Problem ist ja bei der Mehrwertsteuererhöhung, wenn alles verteuert wird, dass schon die Kaufkraft klar geschwächt wird und auch insofern eigentlich die Wirtschaft auch schadet. Und also ich denke, das hat schon einen direkten Konnex miteinander, und das wird ja auch in verschiedenen Artikeln so schon aufgezeigt, dass man sagt, eben ziemlich sicher würde es eine Erhöhung von der Mehrwertsteuer geben, wenn man die 13. AHV-Rente annimmt. Und das ist eigentlich wirklich ein Argument, das auch noch dagegen spricht. Ja, ja, also die Inflation, die wir zunehmen, oder? Da gibt es eine Prognose, die in diese Richtung geht. Dass eigentlich das Problem eigentlich noch verschärfen würde. Ja. Oder wenn es dunkel ist, gehst du in die höhere Steuerklasse. Ja, genau. Das ist auch noch ein Argument. Gerade 3/4. Ja. 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 Oder? Wenn die Steuer geht, auch auf und schlussendlich hast du Das ist so. Das ist wie das Thema mit der Steuerprogression, oder? Das sage ich manchmal auch, vielleicht wäre das auch mal etwas, das man angehen müsste. Einfach wie die Steuerprogression ist schon sehr, wie die auch ausgestaltet ist eigentlich auch in der Schweiz. Ja. Das ist eine andere Frage. Ja? Ja? Ja, Frau Fehr, Sie haben vor allem zwischen dir mal voll überzeugend gesagt, man hat dann mehr Geld im Sack. Ja. Und sind wir das einmal belegen? Also das ist dann noch lange nicht sicher, dass jeder mehr Geld im Sack hat, wenn man sieht, was alles teurer wird, ja, ja. Wie weit das dann die 13. Rente langt. Ja. Also das müssen wir dann zuerst noch beweisen, als nur einfach behaupten. Also Sie meinen, mit 13. AV hat man mehr Geld im Sack, oder? Das ist also, ich, das ist das Argument, das ich aufgenommen habe von den Gegnern, also von den Befürwortern meine ich natürlich. Weil das wird immer wieder gesagt von den Gewerkschaften und von den, das, gerade jetzt im Albis Gütli hat das auch der Meyer zum Beispiel immer wieder aufgeführt und hat gesagt, ja, eben der einzelne Bürger hat mehr Geld im Portemonnaie. Mit der 13. AV, aber ich sehe es eben auch so kritisch. Oder man muss auch überlegen, weil alles andere dann aufgeht, auch die Mehrwertsteuer geht rauf, das trifft schlussendlich auch wieder den Bürger. Also ich sehe das auch so. Aber das wird auch von der Gegenseite nicht mehr wieder gesagt. Ja. Also ich würde noch mal einfach vielleicht ein bisschen zur Klärung. Man sagt jetzt einfach, die Mehrwertsteuer geht rauf. Ja. Das ist nie geschrieben. Ja. Aber irgendwie, ja, 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 ja. Wenn das der Fall wird sein, dann können wir dort ja als Bürger auch wieder mitreden, ein Stück weit, oder? Also, man muss schon sehen, wie es dann nachher weitergeht. Es ist leider eine Blackbox. Die Befürworter tun das sowieso aufzeiten und die Gegner nehmen das natürlich an, wenn wir es jetzt ein bisschen neutral anschauen. Verrücktheit ist, wir wissen nicht, und das hast du am Anfang sehr schön gesagt, wie wird die ganze Chance finanziert? Da haben wir eine Blackbox, wenn wir ja sagen dazu. Auf welche Art das denn das auf uns zukommt? Oder auf welche Generation wir zukommt, das wissen wir eigentlich alles nicht. Ja. Und das macht es eben recht schwierig zu sagen, ich bin dafür oder dann halt die anderen, wo ich sage, ich bin einer dagegen. Oder? Also, ich finde, dann haben wir einfach gesagt, es wird so kommen. Das steht in den Sternen. Das ist so, ja. Das ist auch das, was mich am meisten stört, dass die Finanzierung einfach so im Ungewissen klar ist. Aber es gibt
ziemlich sicher, die drei Varianten, so steht auch in allen Artikeln, oder? Irgendwie muss es finanziert werden und man geht davon aus, aber es ist natürlich nicht klar, ob es über die Mehrwertsteuer ist, ob es über die Lohnbeiträge oder über die Steuern, sonst Bundessteuern, oder ob es irgendeine Mischform ist. Aber ja, auf jeden Fall muss man es irgendwie, irgendwoher muss es kommen, genau. Ja. Aber die Finanzierung wird auch langfristig erst recht auf uns zukommen. Genau auch von der AHV. So oder so. Und wenn es heisst, irgendwann müssen wir halt dann doch irgendwie mit der Steuer etwas machen, dann sind wir genau dort, dass wir sagen, so, dann müssen wir anders stoppen. Genau, Frau Birch hat ja eine Modellrechnung gemacht von einer vierköpfigen Ausländerfamilie. Ja. 75.000 Steine nicht versteuert. Also, Gottverdori, es gibt wirklich noch Sachen, die wir neu müssen, auch noch wieder korrigieren. Und dann wird eben der Druck grösser, wenn man eben auf der anderen Seite eine Belastung mehr hat, oder? Da bin ich überzeugt. Ja, ja. Ja, natürlich. Es gibt schon viele Missstände, die man auch beheben muss, oder? Ich sage mir einfach, das ist für mich die falsche Vorlage. Dass wir schauen müssen, dass wir punktuelle Verbesserungen herkriegen, ja, aber nicht auf dem Weg. Vor allem wird es in 2030 ist die AHV so oder so nicht gesichert, selbst ohne die 13 AHV-Rente? Die 13 AHV-Rente die kostet am Bund oder der AHV 4 Millionen. Mhm. Milliarden? Nein, Milliarden. Milliarden, ja. Kann man denn das nicht? Mein Vorschlag ist 50% über die Lohnbeiträge und 50% über die Mehrwertsteuer. Ja. Ich meine, das wäre eine Variante, dass man es wenigstens ein bisschen verteilen könnte. Aber das ist eben das, was mich so stört, dass das irgendwie von diesen Gewerkschaften nicht einmal erwähnt wird, wie sie es gedenken, zum Finanzieren. Mehrwertsteuererhöhung wäre 1%. Ja, du, ja. Ja, also was mich bei den Gegnern stört, ihr ja. Redet immer, dass die unsere Jungs das irgendeinmal zahlen müssen. Ja. Meine Lieben, auch ihre Ergänzungsleistungen zahlen die Guten auch. Ja. Und wenn der Staat 5 Milliarden hat, einfach an Perdue auf Ukraine überzugeben, nach dem Weg noch 1,5 als Tückerli und für die eigenen Leute, die die Lebenslangschaft haben und denen, die es wirklich haben müssen, die 13. AHV nicht zukommen, stört mich das eigentlich noch relativ sanft. Warum? Ist aber auch niemand auf eine Idee gekommen, man könnte zum Beispiel steuertechnisch die Rente auf 50% absetzen, das würde nämlich den Pensionären etwa gleich viel Geld bringen. Ja, das ist eigentlich ein Vorschlag, den ich jetzt fast sinnvoller fände. Oder? Und ich glaube, jetzt, wenn man das ablehnt, heisst es nicht, dass man dann nachher keine Diskussion mehr hat. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt eine andere Vorlage in Zukunft, die vielleicht ein bisschen besser durchdacht sind auch und ein bisschen besser abgefedert. Weil, mich stört ein bisschen, dass man es einfach allen ausrichtet und nicht mehr bedürfnisorientiert. Ja? Also, die Lösung ist ja an und für sich auf dem Tisch. Wir haben Ergänzungsleistungen. Ja. Und ich meine immer dort mal, wo ich war hier noch nicht stimmberechtigt. Als die AHV eingeführt haben, da hat man auch diskutiert, wie hoch dass man sie ansetzen wollte. Dann hat man auch gesagt, ja, hat ja keinen Wert, dass wir allen denen, die nichts eigentlich nötig haben, einen Haufen geben. Wir geben ein bisschen weniger. Und die, die es dann wirklich brauchen, mhm. Die können Ergänzungsleistungen beantragen. Ja. Und vielleicht wäre es viel gescheiter, man würde bei der Kippe mal noch angreifen. Und sorge dafür, dass sie nicht so eine komplizierte Übung ablösen, wenn jemand Ergänzungsleistungen beantragen will. Mhm. Das Beantragen mhm. der Ergänzungsleistungen müsste einfacher sein. Und dann heisst es immer, ja, die Leute schämen sich und sie schämen sich auch, mhm. um Sozialleistungen zu holen. Ja, aber da können wir zwei oder wir ja nichts dafür. Also wenn die mhm. nicht wollen, dann sollen sie es sein lassen. Genau. Aber die Lösung liegt doch vor, die Sache mit der Ergänzungsleistung forcieren und dann haben diejenigen, die es nötig haben, diejenigen haben dann etwas mehr und diejenigen, die es nicht nötig haben, die brauchen nichts. Ja, absolut. Also ich sehe es auch so, die Ergänzungsleistungen sind einfach viel zielgerichteter und dann können wirklich die, die es nötig haben, auch davon Gebrauch machen und sollen sich dann auch nicht schizieren, sondern wirklich auch von dem Gebrauch machen. Und so ist es einfach, kommt es jedem über, auch ein Top-Banker oder so kommt dann das über.
Problem bei der Ergänzungsleistung ist nachher das Vermögen natürlich dann auch noch angeschaut wird. Wenn man ein bestimmtes Vermögen hat, kommt man kein über, oder? Und wenn nachher das Vermögen ist, dann aufgrund des Steuerausweis. Also wenn einer ein Häuschen hat für 30.000 Franken vor xxx Jahren gekauft hat und heute hat das 1,5 Millionen wert, theoretisch, oder? Hat er dann keinen Anspruch getroffen, oder? Und kann aber gleich nicht zahlen, oder? Das ist schon das Problem, ja. Was noch das Nächste ist, ist nachher der, wenn man die Arbeitgeberbeiträge und die Arbeitnehmerbeiträge nachher nimmt, oder? Dann geht das natürlich auch. Und jetzt im Gastgewerbe ist zum Beispiel die Lohnkosten sind fast bei 50%, oder? Das geht nachher noch weiter runter. Also man schließt nachher die Wirtschaft eigentlich, wenn man dort jetzt noch weiter runter geht. Und was mir auch noch stört, das ist bei der SVP, da kommen nachher auf soziale Medien, hat es nachher drin, wo nachher sagt, da haben 60% haben da ja gestimmt oder sind dafür, oder? Mhm. Aber das ist wahrscheinlich Genf, oder? Ja, das ist sicher so. Ja, und das wird nachher, und das wird nachher so breit geschlagen von den anderen, oder? Ja. Dass die nachher all dafür sind. Oder? Ja, ja. Das, ist ja so. Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil jetzt habe ich es ganz anders wahrgenommen, oder? Weil es ist wirklich so, am Anfang nicht gedacht, wollte ich da überhaupt fest referieren bei so einem heiklen Thema. Aber ich habe gefunden, ja, ich bleibe authentisch, ich vertrete meine Meinung. Aber mittlerweile merke ich, das wird von den Medien ein bisschen gepusht. Es ist eigentlich nur Genf. Und an der kantonalen Delegiertenversammlung war es klar gewesen. Und im Kantonalvorstand bei uns war sogar einstimmiges Nein gewesen. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es dann bei der eidgenössischen Delegiertenversammlung rauskommt. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass es dort abgelehnt werden wird. Aber eben, es wird dann von den Medien ein bisschen falsch dargestellt. Ja, sonst gehe ich mal weiter zum zweiten Thema, außer das wäre gerade noch eine wichtige Frage. Ja? Ich habe noch eine Frage, die Sie sicher genauer wissen. Aber meines Wissens kommen jetzt schon etwa 4 Milliarden Steuergelder pro Jahr in die AV. Und das sind natürlich vor allem die, die gut verdienen. Oder? Und wenn es heisst, es ist sowieso die, die sonst schon viel haben, oder, die kommen das auch noch über. Es ist aber so, dass die unerhört viel mehr gezahlt haben, ihr Leben lang in der AV. Es ist so, dass 90% hat weniger eingezahlt in der AV, wie wir das überkommen. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Und darum, ich glaube, wir müssen das ablehnen. Ich habe 7 Enkel, oder? Und die sind aber alle schon weitgehend vom Studium aus. Das ist nicht vernünftig. Es ist, glaube ich, von einer GLP-Nationalrätin einen Vorstoss im Haus, wo der Ergänzungsleistungen gut tun oder von solchen, die wirklich schlecht dran sind. Ich glaube, um die geht es ja. Den hier wollen wir nicht vergessen. Das finde ich auch sinnvoll, so etwas, oder? Und sonst stelle ich auch fest, oder? Hans Egloff hat es eingangs gesagt, also zum Beispiel meine Eltern sind also auch dagegen, obwohl sie jetzt vom Alter her natürlich, könnte man meinen, es sieht anders aus, aber sie haben halt auch Enkel und sie sehen halt auch, was es mit sich bringt, auch, dass die junge Generation eigentlich zusätzlich wird belastet werden. Und ich glaube, ja, ich weiss nicht, wie es dann unseren Jungen oder meinen Jungen dann mal geht, oder? Wie es dann aussieht. Wahrscheinlich sieht es dann noch etwas schlechter aus. Und darum sage ich mir einfach, wir müssen ein bisschen nachhaltig denken und ein bisschen längerfristig denken. Ja. Ja gut, dann will ich noch ein paar Worte zu der Renteninitiative verlieren. Das kommt ja auch am 3. März zur Abstimmung. Und dort geht es ja um die Initiative der Jungfreisinnigen hauptsächlich, wo sagen, das Rentenalter 66 bis im Jahr 2033. Und zwar die Begründung ist, die Bevölkerung wird immer älter, was ja sehr erfreulich ist. Beispielsweise bei der Einführung von der AHV 1948, da hat man eigentlich auch bei 65 das Rentenalter gehabt. Und dann hat man im Schnitt 12 Jahre Lebenserwartung gehabt, die Frauen 13 Jahre. Und heute ist es eigentlich fast doppelt. Heute werden eigentlich, sagen wir, 2019 habe ich jetzt da Zahlen, ist bei Männern 82, Frauen 86. Also, muss man sagen, hat man noch 20 Jahre. Und das hat sich natürlich recht verändert, was ja schön ist. Und, das andere ist, dass natürlich Babyboomer-Generation in Rente geht. Das ist eine grosse Menge von Leuten auch. Und dass es halt so ist, dass es heute weniger Arbeitstätige auf einen Rentner hat als früher. Dass sich das Verhältnis auch verändert hat. Und
Darum sagen die Jungfreisinnigen, die das ins Leben gerufen haben, man muss halt jetzt auch das Rentenalter entsprechend mal ein bisschen anpassen, wie auf 66. Und die Idee ist, dass man es nachher koppelt an die Lebenserwartung. Und im Ausland, in gewissen Ländern, ist das bereits gemacht worden. Also ich sage zum Beispiel Dänemark, Estland, Italien, Holland, auch Schweden, Finnland, Slowakei, Portugal, Griechenland. Die haben eigentlich schon eine sehr ähnliche Vorlage. Und ja, es geht vor allem darum, dass man möchte auch da die Rente sichern, auch für die Zukunft, auch nachhaltig. Und man sagt, man kommt wie nicht darum herum, dass man in Zukunft mal das Rentenalter ein bisschen moderat aufsetzt. Warum es wahrscheinlich schwierig wird, ich glaube, die Abstimmung wird noch viel schwieriger zum Gewinnen sein als die andere, ist, dass natürlich Frauen erst gerade jetzt erhöht werden auf 65. Und dass eigentlich auch viele sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass dann eigentlich alle müssen länger arbeiten müssen. Obwohl, ja, jetzt gibt es ja schon Branchenlösungen und das müsste sicher dann auch angepasst werden. Also man kann natürlich nicht Leute, die auf dem Bau geschafft haben, das ganze Leben lang gleich setzen, wie mit Leuten, die im Büro geschafft haben, das Leben lang. Aber das wird natürlich auch gemacht, aber das tut irgendwie die Initiative halt auch zu wenig klar zeigen. Und das sehe ich als Problem. Und dann ist natürlich auch so, ich stelle jetzt fest, zum Beispiel bei der Swiss Life, dass viele sogar länger möchten arbeiten. Aber es ist nicht überall gleich. Bei gewissen Branchen sagt man sogar, kann man sich natürlich gut früh pensionieren lassen, weil man vielleicht sowieso schon genug auf der Seite hat. Und ich persönlich sage ja zur Renteinitiative, weil ich einfach finde, man müsste wieder mehr Gleichgewicht herstellen zwischen den Bezahlenden und den Bezügern. Und weil ich mir halt auch sage, wir kommen gar nicht drum herum eigentlich, wenn wir jetzt 10 Jahre älter werden als im Schnitt, als bei der Einführung von der AV, dann muss man jetzt das Rentenalter auch mal um ein Jahr erhöhen. Wer ist denn dafür? Das ist die FDP und das ist die junge SVP, dann auch die junge Mitte, die jungen Grünliberalen. Und dann haben wir natürlich auch den Schweizerischen Gewerbeverband und den Schweizerischen Versicherungsverband und Swissmem und ein paar Branchenverbände. Und wir haben jetzt auch gemerkt, an der kantonalen Delegiertenversammlung von der SVP ist erstaunlich hoch angenommen worden. Also eigentlich war das Verhältnis gleich wie bei der 13. AHV. Also es waren jetzt die ähnlichen Leute, die dort Nein gesagt haben, die jetzt hier Ja gesagt haben. Auch mit dem Argument, dass wir halt unsere Vorsorge nachhaltig sichern müssen und dass wir gar nicht drum herumkommen, um auch ein bisschen unsere Lebenserwartung, die jetzt so aufgegangen ist, dass wir das auch ins Rentenalter entsprechend anpassen. Und ich befürworte das auch, genau aus diesen Gründen, wegen der Sicherung von unserer Vorsorge. Und wie es für mich eine logische Konsequenz ist, wo wir gar nicht so drum herumkommen. Das wird auch in Zukunft ein Thema sein, wenn wir es jetzt nicht machen. Aber es wird sicher einen schwierigen Stand haben, glaube ich. Weil wahrscheinlich ist es auch schwierig, wie beide Vorlagen aufs Mal kommen am 13. März. Und wir haben jetzt auch von der Partei aus wirklich gesagt, man tut den Fokus auf die 13 AHV-Rente, die man eigentlich ablehnen will. Und man darf vielleicht nicht zu viel aufs Mal bringen. Darum denke ich, wird es ein bisschen schwieriger werden da. Aber mich würde es auch wundern, wie da so die Meinungen sind zu diesem Thema jetzt bei Ihnen auch. Ja? Die Einführung von der AHV ist ja das Rentenalter von der Frauen auch 65 gewesen. Ja. Und jetzt, also ich habe Jahrgang 46. Ja. Mir fehlen 20 Jahre Pensionskasse. Ja. Sind wir ehrlich? Oder? Ja. Dann ist erhöht worden von 62 auf 63, von 63 auf 64. Ich habe keinen Schutz mehr bekommen dafür. Ich kann nur den Verleger zahlen. Aber dass man heute, mir stört daran, dass man gewisse Jahrgänge von Frauen das Leben lang mit einem Bonus bei der AHV beschenken. Durch die Erhöhung von der Mehrwertsteuer, die wir jetzt haben. Das heisst, ich zahle das mit. Also wo ist da die Gleichheit? Also ich finde es echt begrüßenswert, dass man es jetzt auf 65 da hat, dass man es angepasst hat, oder? Sie haben vorher gesagt, wir werden immer älter, aber ja. Sie dürfen ruhig sagen, und ein bisschen weiter. Ja, absolut. Was wirklich schön ist, oder? Ich meine, heutzutage sind die Leute viel, viel länger fit. Das ist natürlich, das ist der Quintessenz natürlich, es ist nicht nur das Alter.
Und was ich halt auch immer sage, bei dieser Diskussion, dort auch bei der Einführung von dem 65 für Frauen, bin ich immer dafür gewesen, weil ich gesagt habe, ja, sonst wollen wir ja eigentlich auch überall Gleichberechtigung. Und wir Frauen, wir werden ja auch noch älter, sogar im Schnitt, werden wir ja 4 Jahre älter. Vielleicht will man gesünder leben, oder ich weiss es auch nicht. Aber also das ist ja eigentlich alles erfreulich, aber entsprechend muss man halt auch der Realitäten ins Auge schauen und sollen die Frauen auch mit 65 pensioniert werden und nicht mit 64. Dort sind ja auch wieder die Linken eigentlich dagegen gewesen. Ja. Ich habe eigentlich bei beiden Abstimmungen ein bisschen Grundsatz. Wenn wir alte Gutzli ehrlich sind und zurückschauen auf unser Leben, wir haben es doch eigentlich gut gehabt. Es ist ja immer nur bergauf gegangen. Wer nicht böses Schicksal erlebt hat, der hat doch, sind wir ehrlich, jeder hat heute noch ein rechtes Bankkonto. Und darum möchte ich eigentlich zu beidem Ja sagen und nicht den nächsten Generationen Schulden überbürden. Es hat vielleicht einen ganz kleinen Nachgeschmack, weil ich ein bisschen angefressen SVPler bin, bin am Kantonalvorstand gewesen, mit dem Bappeli. Es kommt vielleicht für uns SVPler zum falschen Ecken aus. Geben Sie von der SVP aus, von der jungen SVP, wären wir sicher Feuer und Flamme dafür. Aber ich sage Ihnen, tun Sie Ja stimmen zu beidem. Es geht für die unsere Jungen. Bitte? Nicht zu beidem. Mal Ja stimmen. Also bei der AHV-Rente auch Ja. Auch Ja. Ja. Nein, Anfang, nein, Anfang. Eben, eben. Ja, ja. Nein, ich habe es vermutet, dass Sie es so meinen, weil Sie von der jungen Generation geredet haben, oder? Ja, genau. Nein, ich sehe das halt schon auch. Ich habe jetzt 2 Kinder und ich denke, man muss halt ein bisschen weiterdenken. Und wie Sie gesagt haben, so schlecht geht es, glaube ich, den meisten zum Glück nicht. Und sonst hat man ja dann die Ergänzungsleistungen. Und schlussendlich ist es einfach die kommende Generation, die es zahlt. Ja. Ja. Sie haben jetzt so schön vorher gesagt, dass es eine Generation gegeben hat, die nur im Wachstum war, die nur immer gut hatte. Ich würde sagen, es ist doch auch heute noch teilweise so, respektive relativ auf grossen Teilen so, wenn man dann hört, wie viele junge Leute das heute reduziert arbeiten, durch die reduzierte Arbeitstätigkeit kleineren Lohn beziehen, was auch kleinere AV-Beiträge zur Folge hat, bei aber deutlich grösseren Löhnen, die noch wie vor 10 Jahren gezahlt worden sind, etc. Also wenn man dann das alles ineinander mischt. Dann komme ich irgendwie auf eine Neutralisierung vom Ganzen. Erstaunt bin ich einfach, dass die jungen Parteien da alle Ja sagen zu dem 66, oder? Gut, ich glaube, sie sagen sich halt auch... Weisst du, wie wir das wirklich rausschauen? Ja. Oder? Gut, sie sagen, und sie müssen, wir kommen wieder drum herum. Ja. Oder wir sagen immer, die nächste Generation. Wir waren auch eine Generation, die eine Generation finanziert hat. Ja, natürlich. Und ein Teil, respektive halt, ist einfach so, wenn man am Alter will Sorge haben und tragen, ist immer eine Generation hinten dran oder zwei, die diesen alten Leuten schauen und muss schauen. Früher hat man vielleicht im Haus miteinander geschaut und heute geht es mehr über die finanzielle Seite. Das hat sich irgendwo verändert. Oder? Also für mich ist 66 auch nicht sakrosankt in dem Sinn. Also ich werde dort vermutlich Ja stimmen, sage ich gerade offen. Und bei der 13. da bin ich einfach so ein bisschen am wirklich ein Wankelmütiger. Da wird der Stimmzettel sein, wie in einem Vormacher. Ups, ui. Ruhig rum dann ab. Nein, also das ist schon ein Argument. Was ich halt feststelle, ist einfach, wenn ich jetzt bei uns zum Beispiel auch schaue, die Krankenkasse ist jetzt gerade noch mal 100 Franken aufgegangen, dann natürlich ist es vielleicht schon so, dass die Löhne tendenziell ein bisschen aufgegangen sind, aber es stagniert jetzt und die Mieten gehen auf, ist jetzt gerade wieder der Referenzzinssatz und dann eben alle Lebenskosten gehen eigentlich auf und die Löhne sind nicht in dem Verhältnis aufgegangen. Also ich glaube schon nicht, dass der Wachstum so weitergeht. Die Mieten nicht können erhöhen, da niemand gesagt, dass es schlechter geworden ist. Wir haben über Jahre keine Mieterhöhungen machen können. Ja. Wir haben Mietwohnungen gehabt, aufgrund der Referenzzinssätze. Und jetzt, wo er aufgeht, jetzt wird gejammert. Also, natürlich. Ich sehe das schon, es geht den Jungen verhältnismäßig immer noch gut. Das ist sicher so. Absolut, vor allem in der Schweiz, oder? Das ist schon so. Ja. Könnt ihr bitte noch ausführen, wie das mit den 66
Koppelung an veränderte Lebenserwartung, wie das ausgerechnet wird. Ja, das ist recht technisch. Ich glaube, das haben sie in der Vorlage gar nicht so definitiv festgelegt. Es hat einfach geheißen, sicher mal auf 66 bis 2033 und nachher wird es angepasst, gekoppelt an die Lebenserwartung. Aber man weiss ja auch noch nicht, wie sich die Lebenserwartung entwickelt. Es gibt ja Studien, die behaupten, wir hätten eigentlich den Höchstpunkt jetzt erreicht und dass es gar nicht weiter raufgeht. Aber das, ich denke, das ist, also die Vorlage sagt das nicht im Detail. Frauen leben ja länger, würde das einen Ausgleich herbeiführen? Ja, Mann. Also ich glaube, da ist nicht die Idee, dass man die Frauen höher tut, sondern auf dem gleichen Level. Jetzt hat man sie angepasst, dass beide auf 65 ist. Und jetzt ist glaube die Meinung, dass man einfach weiterhin die Männer und die Frauen gleich behandelt. Bei der Erhöhung. Ja. Ja, bitte, ist noch andere Fragen? Oder Anregungen? Ja? Ich bin jetzt gerade schnell draus gewesen, weiss nicht, ob Sie das jetzt gesagt haben vorhin. Gibt es Länder, die das so schon eingeführt haben? Ja, genau. Also es hat einige Länder, auch im Norden zum Beispiel, das ist zum Beispiel Finnland oder Estland, Holland, Schweden, Dänemark, aber auch andere Länder wie Italien, Slowakei, Portugal, Griechenland, die haben das jetzt in sehr im ähnlichen Ausmaß schon eingeführt. Okay. Genau. Haben die auch ein Umlageverfahren wie wir, oder? Ja, teils schon. Also ist das schon so, dass es sehr ähnliche Systeme sind. Ja. Und man jetzt auch einfach das Alter um ein Jahr aufgetan hat. Gut. So. Danke vielmals. Ja. Darf ich noch mal um die ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte Nina Fehr ganz herzlich danken. Du hast den Reaktionen, den Fragen, den Diskussionsbeiträgen angemerkt, dass du offensichtlich sehr gut angekommen bist. Und ich gehe davon aus, dass die Diskussion, das hat man vorhin jetzt auch gemerkt, noch einen Moment wird weitergehen. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Nina, dass du zu uns gekommen bist, die Vorlagen vorgestellt hast, auch kritisch vorgestellt und dass du unsere Fragen beantwortet hast. Überhaupt finde ich es toll, wenn so Frauen wie du im Bundesparlament da in die Bresche springen für uns und unsere Interessen. Und ich möchte ganz herzlich Danke sagen mit dem Haltis. Ich weiss noch aus meiner Zeit im Nationalrat, dass man wegen diesen Geschenken, die man da jemanden überkommt, immer ein bisschen auf die Linie muss schauen muss. Ja. Du hast ja das Problem offensichtlich nicht. Darum kann ich dir viel Vergnügen wünschen beim, beim Verzehr. Ich muss auch langsam schauen mit diesen Aperos hier in Bern. Aber, ja, das gibt es relativ.